Der Willisauer Sprüchliabend wird Ihnen präsentiert von folgenden Firmen. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird geratscht und geklatscht. Es ist wieder Sprüchliabend in der Willisauer Beizen. Die Napfteli Zentralschweiz war dabei, auch dieses Jahr im neu eröffneten Gasthof Möhren. Hier seht ihr und hört es, unerhört es, witziges und geschämmiges, schier skandalös, seriös und anders. Fleissig haben die einzelnen Gruppen über das Jahr durch gesammelt, dann dichtet und Versli geschmiedet und gerade jetzt wird es serviert. Viel Vergnügen am Willisauer Sprüchliabend 2016. Es begrüßt Sie der Werner Bürkli. Wir wünschen viel Vergnügen mit weiteren Gruppen. Kind und Narren, das Ringli und das Leckerli. Sali zusammen und grüezi miteinander. Schon wieder bin ich bei euch in dem schönen Luzerner Hinterland. Ich habe an Fasnacht gefallen gefunden. Sie ist gerade so schön wie die zu Basel unten. Sali zusammen. Sali Leckerli. Schön bist du bei uns. Auch dieses Jahr gibt es Sprüchle wieder viel Neues. Von Pleiten über Pech und Pannen bis zu uneinsichtigen Mannen. Wir zwei kennen uns schon lang und ziehen trotz Differenzen am gleichen Strang. Wir sagen das so nebenbei, könnte das für Wau und Egos will ein Beispiel sein. Juppei di und juppei da. Mit einem kleinen Schmutzfink an. Aus dem Wallis kommt der gute Mann. Eilig springt der Plattensack zum Denner. Dort hat es NK im Wochenrenner. Er wett der Weste weiss wie Schnee. Doch vom Fleckensalz ist nur noch eins umgesehen. Denn der Verwaltungsrat von VW ist schneller, der hat ein paar Leichen mehr im Keller. Ich bin der Blatter Seppali, im ganzen Land bekannt. Bin Präsi von der FIFA gesehen, jetzt ist die Stau vakant. Weil ich nur Lügen geschissen schmieren, habe ich die Büsse müssen.
Und wenn's mich auch für 8 Jahre sperren, werd ich's dann noch einisch wissen. Juppei, die Jungs, Juppei, da, ich mach den Juppei, da. Über diesen Ort spötteln wir Rüdi gern. Er liegt nämlich im Kanton Bern. Und wer diesen Ort zu Luzern, der lag uns spötteln fern. Kommst auf die Höhe, es schmeckt ganz schön streng. Doch wir zwei sehen das nicht so eng. Gartentisch dünnt heftig wippen. Ein paar Bierdeckel verhindern das Kippen. Das Wasser trinkst gescheiden ab der Flasche. Der Gläser müsst dich zuerst noch waschen. Zum Glück hat es dir oben ganz viel Spatzen. Tönt auch da Genussgipfel bloß mehr schmatzen. Die liegt da nein, kannst noch lange ergänzen. Doch wir halten unsere Grenzen. Immerhin haben sie neue WC gebaut. Hab meinen Augen fast nicht trauen. Bin gestörchelt, hab gemeint, es sei eine neue Stufe. Doch es ist gesehen, der Fähndrick so Haufen. Eschenbecher und Robidog sind Riesenfall. Dafür ist die Aussicht richtig toll. Juppei di und juppei da, also wenn der jemand nicht wüsst, wo der Ort ist, könnt ihr uns fragen. An den Wegern unten, da rauchen sie Gras. Auf dieser Seite gehst du nach dem 20er im Städtli rüdig Gas. Im Gärtli flaniert man voller Lust. Und gegenüber schmeckt es vom Sternen her nach frittierter Bullebrust. Ein Bijou am besten Lage zu vermieten ist schwer. Sein Christenhaus ist endlich nicht mehr leer. Wir hätten uns noch eine geniale Idee. Unsere Pornobeamten würden wir als Mieter sehen. Die surfen stundenlang auf Schmuddelseite. Begaffen heisse Frauen mit entblößten Oberbeinen. Und da dran ist noch das Ungeheure. Wir zahlen das mit unseren Steuern. In dem Haus würden ihnen die Faxen schon vergehen und Finger von diesen Pornoseiten lassen. Denn dort drinnen bist du etwa so ausgestellt wie Daffen im Zürcher Zoo. Ist also nicht viel dran, he? Wo stehen Salatsätzchen und Flachbildschirm im gleichen Gestell? Ihr erratet das sicher schnell. Ramsch, Grümpel und auch Plunder jubeln sie dir dort alltag unter. Nachhaltigkeit schreiben sie gross. Doch kommt die Lade, wo ist sie bloß? Produziert wird in China zum Hungerlohn. Bei denen zählt das schon zur Region. Gartenstühle werden bei 30 Grad weich. Im letzten Sommer ein totaler Seich. Fahrst mit ihren Rollen in Menzberg und zurück. Es lödelt alles und ist Schluck. Auch Jacke, Hose, Hemdli, Schuhe findest du bei ihnen zuhaufen genug. Die sexy Unterwäsche, wo wir meinen, kannst kaum unterscheiden von den Wäschleinen. Auch Pariser verkaufen sie. Bauchdünn, knappt, bis zu den Rauchen. Muss also jeder selber wissen, ob er die Welt brauchen. Wenn etwas passiert, das könnte ja sein, hast du leider nur 8 Monate Garantie. Das Werkzeug tut klemmen, harzen und rosten. Dafür tut es aber fast nichts kosten.
ist dir die Qualität nicht so wichtig, bist bei den Landi immer richtig. Wir haben noch ein Grossverteiler im Visier. Verkauft uns weder Wein noch Bier. Aus der Region, für die Region. Ein Versprechen an die nächste Generation. Verkauft kein Schnaps und Rauchersachen. Das Drecksgeschäft kann er dann machen. Die Strategie geht alle auf. Doch letztlich, es verschlägt mir fast den Schnuff. Verjubelt im Dezember Berge vor Dekoration. Im Jänner geht's Gös und Säck ihre Aktion. Glück bei dir, Glück bei dir, Eisenhäuser, Glück bei dir, Glück bei dir. Was die im arabischen Raum sich erlauben, sogar in der Weihnachtszeit uns den Schlaf rauben. Ich bin am Stephanstag zum Bus ausgegangen, mit Wellung fahren im Telefonstange. Der Kopf, der tut mir weh, hat nur noch Sterne gesehen. Das ist der Anfang geworden von meinem Drama. Scheich aus Katar, denn mich gar nicht heilig. Auch er hat an dem Tag gar furchtbar eilig. Ist trotzdem Flugverbot, gelandet in der Not. Wenn sie nie edli hofft, ist sie zweiteilig. Ich hab die ganze Geschichte nicht können ahnen. Hab mir mit Schmerzen der Weg müssen bahnen. Dort stand mein Gliedhof schon, in Notfall reingekommen. Hat Dame freundlich bittet um Aufnahme. Das Fräulein hat mir geantwortet wie Allah. Es freut mich, dass Spital ihn nicht durchgefallen. Doch weiß es, Haus ist VW leid. Mit dem Scheich, es tut mir leid. Drum nimm mich Leute wie sie heute auf keinen Fall an. Mir dünkt sie an der anderen Stelle verwiesen. Wie Unfall, schwere Krankheit oder Krise. Nicht dumme Leute mit mächtig Pech, arme Tropfen, das nicht hast. Bei uns ist alles vor der Devise. Oder sind sie gar hoch unter die Räder? Firma Amstein in Willisau, die haben den Schredder. Ja. Juck bei dir, juck bei vom Mittleren gehen wir jetzt in ferne Osten. Ein emsiges Völkli auf Basel ist gepostet. Syngenta kostet ein Haufen Läppli. 40 Milliarden sind für die Chinesen ein Schnäppli. Unsere Herden flugen, es ist kein Witz. In Zukunft nur noch Augen mit Schlitz. Auch Zink, die mit der Metalltrinkflasche landen in den Chinesen Einkaufstaschen. Die Arbeitsplätze bleiben, der Sozialplan ist verträglich. Vorausgesetzt, du pendelst auf Peking täglich. Juck bei dir und juck bei da, juck bei dir und juck bei da. Mögt ihr alle auch kaum gewarten, bis ihr die Stimmunterlagen im Haus habt? Oder gehört ihr zu denen, die sagen, die machen ja gleich, was sie wollen? Sag ich am 28. Februar, ja, wenn es um die zweite Gottradröhre tut, dann sage dir entschieden, nein, gehört das Messinglied zur Lombardei. Das Argument ist durchaus triftig. Frau Leuthard macht's im Wahlkampf richtig.
hat ganz Europa furchtbar eilig. Gefahren wird einspurig, verspricht sie hoch und heilig. Doris, um Himmels Willen und herje, das ist doch in der Tugi gestern ihres Mädchen. Was steht hinter einem erfolgreichen Mann? Natürlich seine Frau. Was steht hinter einer erfolgreichen Frau? Eine Zieberfrau, dreckige Wäsche und den noch gestossen voll. Der Regierungsmord ist jetzt ziemlich arm. Es fällt einfach an weiblichem Scham. Wir können das schon von Willi Sau. Da in der Zunft hat es auch keine Frau. In Luzern hat man eine Frau Zopfi nicht wollen. Und auch die Kanöffler, wenn statt Mägd nur Gesellen. In Amerika ist Hillary die erste Wahl. Der Gedanke ist für euch Zünftler eine Qual. Was mir jetzt sagt, es braucht ein bisschen Mut. Wir zwei Frauen sind auch ohne Männer gut. Kanöffler wollen keine Frauen, Kanöffler wollen kein langes Haar. Kanöffler sind auch nur Menschen, Kanöffler sind etwas sonderbar. Kanöffler sind so verletzlich. Kanöffler sind in Lillis Sau einfach unersetzlich. Wann ist ein Mann ein Mann? Kanöffler. Juppaili und Juppaila. Immer nur Radiesli und Knäckebrot. Was ist für uns der Tod? Eine neue Nachricht kommt von der Lebensmittelfront. Mehr als 50 Gramm Fleischprodukt ist der Darm nicht gewohnt. Dort verursacht das Zeug böse Geschwür. Doch was kann da Servela und Co. dafür? Immer gesund und achtsam leben, das finden wir total daneben. Es gibt kein Salami für ein Glusch, kein Schnäpsli für den Durst. Uns beiden ist das alles Wurst. Ade miteinander. Jupp bei dir und Jupp bei Reportagen über Willi Sau und Sprüchli oben konnte nur dank folgenden Firmen realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön!